Warum bebt die Erde? Wallis, schlag die Tür nicht so fest zu. Du hast uns alle erschreckt. Ich habe geglaubt, das wäre ein Erdbeben. Oh, das tut mir leid. Das wollte ich nicht. Ach, das geht schon in Ordnung, Wallis. Was passiert denn genau während eines Erdbebens? Ich weiß, dass während eines Erdbebens die Erde eine Weile ganz stark bebt. Und ich weiß, dass sich während eines Erdbebens alles bewegt und in einem Haus oder einer Wohnung Sachen hinunterfallen und kaputt gehen können. Nicht nur Sachen bewegen sich während eines Erdbebens, auch die Mauern der Wohnhäuser. Huch, das ist sehr eindrücklich. Oh, das ist schrecklich. Aber ich möchte nun wissen, wie ein Erdbeben genau entsteht. Ja, Manu, erklärt uns, weshalb die Erde bebt. Das ist eine sehr interessante Frage, Kinder. Ihr wisst ja nun schon, dass sich die Erde bei einem Erdbeben sehr stark bewegt. Die Erde ist nämlich von großen Platten bedeckt, die sich fortwährend bewegen und Tausende von kleinen Erschütterungen erzeugen, die wir jedoch nicht immer spüren. Was? Platten? Die Erde besteht nicht aus einem Stück? Nein, eben nicht, Wallis. Schaut euch mal alle den Erdball an. Damit wir das besser erkennen können, entfernen wir zuerst das Wasser der Ozeane. Seht ihr nun, wie die Erdoberfläche aus großen Platten besteht? Diese Felsplatten bilden ein Puzzle. Sie liegen auf dem Erdmantel und bewegen sich fortwährend. Sie umfassen die Ozeane und Kontinente. Hier seht ihr zum Beispiel die Eurasische Platte. Sie umfasst unter anderem die Schweiz, Frankreich, Italien, Norwegen, China, Russland und noch viele weitere Länder. Und nun schaut etwas näher hin. Am Rande dieser Platten befinden sich Bruchzonen. Entlang dieser Zonen entstehen gewaltige Spannungen, die sich von Zeit zu Zeit entladen. Dies nennt man dann Erdbeben. An manchen Stellen drifteten die Platten auseinander. Dadurch sind die Ozeane entstanden. Andere Platten bewegten sich aufeinander zu. So wurden Gebirgsketten gebildet. Wenn sich Platten untereinander schieben, entstehen Vulkane. Aber wie ist das denn möglich, Manon? Ah, ich habe eine Idee, Wallis. Damit ihr das besser versteht, schlage ich euch eine Reise ins Innere der Erde vor. Eine gute Gelegenheit, unseren superschnellen Lift zu benutzen, der uns zum Erdmittelpunkt bringt. Wallis, du bist unser großer Forscher und ich werde dich von der Steuerzentrale aus führen. Kommt mit mir, Kinder, los geht's. So, hier sind wir. Wallis befindet sich jetzt im Mittelpunkt der Erde, in 6400 Kilometer Tiefe. Wallis, hörst du uns? Ich höre euch gut. Oh, was für eine Hitze hier herrscht. Mein Thermometer zeigt 6000 Grad Celsius an. Das Gestein ist sehr hart und mein Spektrometer zeigt an, dass es aus Eisen und Nickel besteht. Hört zu, Kinder. Wallis befindet sich jetzt im inneren Kern der Erde. Dieser kann mit einer Batterie verglichen werden, da er so viel Energie ausstrahlt, dass der umliegende Kern erhitzt wird. Manon, jetzt befinde ich mich in 2900 Kilometern Tiefe. Die Temperatur hat abgenommen, aber meine Sensoren zeigen immer noch 5000 Grad Celsius an. Das Gestein besteht immer noch aus Eisen und Nickel, aber hier ist es flüssig. Wallis, du befindest dich jetzt im äußeren Erdkern, der wirklich flüssig ist. Geh noch weiter hoch. Manon, jetzt befinde ich mich in 2900 Kilometern Tiefe. So, Wallis ist jetzt im Erdmantel angekommen. Schaut gut hin, Kinder. Die Temperatur ist stark gesunken und beträgt jetzt 2000 Grad Celsius. Wartet mal, Wallis, du bist jetzt nur noch 700 Kilometer von der Erdoberfläche entfernt. Du bewegst dich rasch. Oh, das Gestein im Erdmantel verändert sich stark.
Es verformt sich wie Knetmasse. Wow, mein Spektrometer zeigt an, dass es aus Eisensilikat und Magnesium besteht. Ah, hier sehe ich eine Gesteinsader, die fast flüssig ist und hin zur Erdoberfläche verläuft. Ich werde versuchen, ihr zu folgen. Okay, Wallis. Erinnert ihr euch daran, Kinder, dass sich die Platten an der Erdoberfläche bewegen? Dank der Beobachtungen von Wallis können wir nun verstehen, was die Plattentektonik ist. Wie heißes Wasser, das in einem Topf siedet und aufsteigt, so werden gewisse Gesteinsarten durch die hohen Temperaturen im Erdinneren geschmolzen und steigen ganz langsam an die Erdoberfläche. So bilden sich Unterwasservulkane. Die Lava aus diesen Vulkanen wird durch das Wasser der Ozeane rasch abgekühlt und dadurch bilden sich nach und nach die ozeanischen Platten. Manon, ich verzeichne sehr viele Erschütterungen. Sehr gut, Wallis. Machen wir weiter, Kinder. Diese ozeanischen Platten bewegen sich langsam hin zur Erdoberfläche, bis sie mit einer anderen Platte zusammenstoßen und so in den Erdmantel eindringen. Und ganz langsam wärmen sie sich auf und werden weich wie Knetmasse. So, und jetzt versteht ihr, warum sich die Platten an der Erdoberfläche bewegen. Wallis, kannst du uns zeigen, was im Inneren der Platten geschieht, wenn sie zusammenstoßen? Es ist unglaublich, Manon. Ich befinde mich in 10 Kilometern Tiefe und das Gestein ist hart geworden. Aber... Schaut, Kinder, hier ist das Gestein viel kälter und härter. Es kann leicht auseinanderbrechen. Oh, dieser Lärm. Alles bewegt sich. Das Gestein bricht auseinander. Manon, das ist ein Erdbeben. Ich zeichne es auf. Super, Wallis. Bring uns deine Aufzeichnung mit. Also, Kinder, versuchen wir zu verstehen, was gerade geschehen ist. Schaut euch dieses Holzstöckchen in meinen Händen an. Mit meiner Kraft kann ich es verformen. Zunächst biegt es sich. Und wenn ich den Druck verstärke, hoppla, dann geht es kaputt. Dabei entsteht Lärm und es wird Energie freigesetzt. So, hier bin ich wieder, Manon. Ich hatte wirklich Angst. Oh, du hast uns toll geholfen. Bravo, Wallis. Und nun folgt mir. Ich werde euch zeigen, was während eines Erdbebens geschieht. Also, wenn das Gestein im Inneren der Erde auseinanderbricht, wird Energie freigesetzt. Wie bei meinem kleinen Holzstöckchen. Diese Energie breitet sich in Form von Erdbebenwellen zur Erdoberfläche hin aus und verursacht Erschütterung. Und aus diesem Grund beben Häuser und Schulen. Um die durch ein Erdbeben freigesetzte Energie zu messen, benutzt man einen Seismographen. Wenn man ihn auf den Boden stellt, so misst er die Erderschütterungen. Und dank dieser Messungen können die Wissenschaftler die Stärke des Erdbebens bestimmen. Achtung! Je größer die Stärke des Erdbebens, desto größer ist die freigesetzte Energie. Im Wallis fand das stärkste Erdbeben mit einer Stärke von 6 im Jahre 1946 in der Nähe von Sierre statt. Das bisher stärkste Erdbeben weltweit mit einer Stärke von 9,5 ereignete sich in Chile in Südamerika. Nun wissen wir, warum die Erde bebt und wie sich das auf unsere Umgebung auswirkt. Doch während eines Erdbebens muss man sich auch schützen. Und das erfahren wir in einem anderen Abenteuer.